Und damit ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Zelda The Wind Waker. Ja, im letzten Part, was haben wir im letzten Part gemacht? Wir haben, das habe ich mir jetzt gleich vergessen, wir sind quasi an der Außenseite des Vulkans entlang gelaufen. Und ja, jetzt wollen wir erstmal wieder hinkommen. Viele von euch mögen jetzt sagen, du Idi, was gehst du denn wieder zurück? Ja, alles ganz einfach, gibt es ja die schönen Knöpfe für. Dauert ja gar nicht mehr so lange. Und die beiden Fratzen hier auch noch weg. So. So muss das sein. Und jetzt ab in den Topf. Zack. So. Tada. Da sind wir auch schon wieder. Ja, was bleibt jetzt übrig? Wir können natürlich zur anderen Seite gehen. Ja, doch, dann gehen wir mal zur anderen Seite. Da fällt Schutt von der Decke. So. Aua. Was haben wir hier? Oh. Ach nö. Ach komm, geh doch weg hier. Was willst du denn noch, hä? So. So. Mach ich doch gar keine Kompromisse hier. Wie ging das denn nochmal? Irgendwo waren hier noch welche drin. So, hier sind noch mehr drin. Das war nicht nur der eine. Irgendeiner von denen, oder? Ne, aber... Der hier. Ja, wie er drin hockt. Aua. Die Wand wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Oh, bam. Steh auf, komm hier, trau dich. So. So, zwei haben wir schon. Ach, da ist ja noch einer drin. Aha. Einmal in den Hintern gepiekst und... So. Das waren dann mal alle. So, was haben wir jetzt da? Da ist eine Fackel. Das heißt, die andere Fackel, die dürfen wir anfackeln. Und dann kriegen wir wieder irgendwas ganz Tolles, wie uns das auch auf der Karte angezeigt wird, dank dem Kompass. So. Hä? Und hä? Eine Kiste. Und was zeigt die Kiste? Erstmal das Ding hier weg. So. Scheint irgendwas super mega Wichtiges drin zu sein. Eine Schatzkarte. Ja. Warum nicht? Sekunde mal, ich mal kurz laut. So. Habt ihr gehört, war laut, ne? So, du hast eine Schatzkarte gefunden. Sobald du auf See bist, rufe die Seekarte auf und sieh dir die Schatzkarte an. Ja, das machen wir dann doch direkt, wenn wir hier runter sind. Ja, verborgen. Kennt mal, wie man das benutzt. Folge dich der Folge der Karte. Ja, wie das bei Schatzkarten halt so ist, ne? So, da machen wir nochmal hoch. Und schauen, wo wir da hinkommen. Ist keiner mehr. Ich habe immer noch die Erwartung, dass hier irgendwo was drin ist. Hey! Ein Holzstock. Weg damit. Einmal rübergeworfen. Und weiter geht's in den nächsten Raum. So, was haben wir denn da? Ja, bist du denn? Ein Käfer. Erstmal rüberkommen. Komm mal mit her. Na komm. Komm, habe ich gesagt. Das interessiert dich gar nicht. Oba. Oh, oh. Na komm. Oh, das war knapp.
Ja, das war ein bisschen heiß, würde ich sagen. Dann machen wir am besten nochmal von vorne. So. Na komm. So. Es geht doch. So, jetzt brauchen wir einmal hier für hier vorne eins. Und dann noch eins für da hinten. Dass wir uns für den nächsten, also nicht dem jetzt, sondern dem nächsten aufsparen werden. Damit wir auch was davon haben. Ansonsten wäre es ja ziemlich dämlich. So. Geh damit und ab. Und rauf geht's. Rauf geht's. Rauf geht's. Ja. Und da kommen wir auch schon flugs in den nächsten Raum. Aua. So, was haben wir denn da? Was haben wir? Oh. Das sieht mir doch verdächtig nach dem Chefsessel aus. Hier ist irgendwas. Ja, nö. Eine Bombe. Und, oh, weg damit, weg damit, weg damit. Und ein neues Eimerchen, damit wir hier auch mal schneller zu unseren Punkten kommen. Ich hatte früher die Angewohnheit, die Dinger nie zu benutzen. Bis ich mal dann verstanden habe, wozu die eigentlich wirklich gut sind. Aber naja, genug davon. Und raus. Ist ja ein bisschen warm da drin. Ja, bei mir ist es auch gerade echt warm. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Zimmer unterm Dach und dann... Da ist der fette Drache! Und der ist, glaube ich, ein bisschen schlecht gelaunt, würde ich sagen. Aber gehen wir einfach mal hoch. Da, ah, da verschwindet die Treppe. Schneller! Schneller, du Knirps! Dankeschön. Oh. Wir rüsten uns. Da, die kennen wir doch. Oh. Ja, beste Battle-Musik ever. Und hepp. Achso. Und bam. Yeah. Oh, die fetten Schweine mit den... Lanzen. Ja, komm. Ja, komm. So. So, nur leider kann ich nicht so gut mit denen umgehen, wenn die ihre Speere los sind. Weil das sind ja auch Karate-Schweine. Ja, komm. Ah. Doch, fast das sehr nach Doppel-K.O. aus. Na komm. Komm, trau dich. Ha? Trau dich. Los. Los, trau dich. Komm an. Hier, los. Bam. Na los, komm. Komm. Aua. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So. Das war er. Juhu. Aber ihm geht's wohl nicht so gut. Das heißt, was haben wir hier? Eine Kette. Du hast eine Totenkopfkette erhalten. Ja, die Kette erscheint auf den ersten Blick ziemlich geschmacklos und ohne großen Wert. Aber sicherlich finden sich in den Sammlerkreisen auch Liebhaber. Und ich sage an der Stelle schon mal, die werden noch brauchbar für uns. Aber dazu kommen wir weit später. So, was denkst du dir eigentlich, hier gefangen genommen zu werden, ha? Rijo, bist du gekommen, um mich zu retten? Ich danke dir vielmals. Es ist wirklich schrecklich. Irgendjemand scheint sich einen bösen Streich mit dem Schweif des ehrenwerten Walu zu erlauben. Deswegen ist er so furchtbar verärgert. Ach, der ist verärgert. Ich hatte Hunger. Der Schweif des ehrenwerten Walu hängt im Raum genau unter uns. Dort unten muss also irgendjemand oder irgendetwas sein.
Bestimmt haben die Monster, die mich vorhin entführt haben, etwas damit zu tun. Bitte, du musst schnell etwas unternehmen. Ich werde inzwischen die anderen über die Umstände aufklären. Rijo, bitte nimm das hier und benutze es, um von hier wegzukommen. Dessen habe ich mich immer bedient, bevor ich zum ersten Mal hierher kam. Es war ein weit verbreitetes Werkzeug beim Volk der Orni, bevor wir alle Flügel bekamen. Jo. Du hast den Greifhaken erhalten, ein Gegenstand, der beim Volk der Orni noch aus jener Zeit stammt, zu der sie noch keine Flügel hatten, das, was sie gerade erzählt hat. Ja, Menü, hinlegen, kennen wir. Wenn du ihn auf dem Boot benutzt, kannst du mehr verborgene Schätze heben. An Stellen, an denen er sich festreibt, erscheint ein Blick. Rijo, hier lang. Achso, du führst uns. Ja, dann warte, dann rüste ich mal gerade aus. Da kann er weg. Ja, die Fotobox, die brauchen wir eigentlich nicht. Wobei, ich würde ja gerne mal. Ich hab da. Ja, doch. Tada, tada. So. Kann ich ein Foto von ihm machen? Ja, sieht man nicht so viel. Ah. Wenn du den Greifhaken an diese Stange schießt, kannst du dich nach drüben schwingen und gelangst von hier weg. Ziele auf die Stange und feuer. Also, ich verschwinde hier. Der Drache geht inzwischen wirklich enrage. Ja. Und swupp. Und hab. Wo wir weg sind, ist er wieder ruhig. Das ist auch ungewöhnlich. So, wo sind wir jetzt? Da sind wir jetzt. Wo wir jetzt schon mal den Haken haben. Warum dann nicht gleich mal rüber swingen? Und dann nochmal ein bisschen Swing in die Sache bringen? Das hat sich gereimt. Und, ja. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch nochmal hier rüber schwingen. Und dann sind wir eigentlich überall rüber geschwungen. So, wo kommen wir hin, hä? Achso. Ich. Wie geil ist der denn? Oh! Hey. Auch interessant. So, komm mal. Nee. Mir aus. So. Und weg ist er. Ja, so nicht. Und der ist auch weg. Und was haben wir jetzt davon? Da ist nichts. Ah, eine Kiste. Ich verstehe. So, was haben wir hier oben noch? Da ist nichts. Das war's. Ja, dann, Brücke kaputt machen. Und. Zack. Achso, da sind nochmal welche. Die haben wir weg, die haben wir weg. Und. Was? Oh! Das hat ein bisschen lange gedauert. Und neue Glücksamulett. Ja, die werden wir auch noch brauchen. Alles hat hier seinen Sinn und Zweck. Das finde ich sehr schön. So, wo kommen wir denn dahin, wenn wir hier durchgehen? Da kommen wir dahin. Verstehe schon. Ja. Oh. Ja. Mittig. Warte. Ja, hat funktioniert. So. Eine Abkürzung oder so. Ich hab oben nochmal. Ich wollte ja oben nochmal nachgucken. Das machen wir bestimmt nochmal hin. So. Darüber. Und dann noch da rüber. Und dann nochmal hier rüber, wenn wir schon mal dabei sind. So, wo kommen wir denn da hin, hä? Wo kommen wir denn da hin, wenn das jeder so machen würde? Da ist. Aha. Aha.
Ja, und jetzt? Ah! Swupp! Und einmal rüber! Und Stöpsel gezogen! Und jetzt wieder zurück! Nein! Das war relativ dämlich, würde ich sagen.